So, hallihallo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder bei Resident Evil dabei seid. Dem ewigen Rätsel um das kleine Mädchen Eve und allem, was hier noch so passiert ist. Ja, wir haben ja eben das Video gesehen, was gezeigt hat, warum das hier alles so ist, wie es ist. Also scheint sie irgendwie ein Experiment gewesen zu sein, die Kleine. Was irgendwie nach hinten losgegangen ist, da sie irgendwie nur auf der Suche nach Familie war. Aber doch irgendwie nicht das bekommen hat, was er wollte. Na, schauen wir doch jetzt mal. Zack. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht die schöne Knarre. Naja. Ein Beutel. Eine Chemikalie. Jo, Subi. Haben wir eine große Heilung? Weil Waffen dürfen wir ja nicht besitzen. Hier lag unser Kollege, hier ist er gestorben. Ob es den noch gibt? Bestimmt. Ja, mit was soll ich das aufbrechen? Hier wird Werkzeug benötigt. Ja, wo soll ich ein Werkzeug hier kriegen? Mal gucken, wie angefressen jetzt die Kleine ist. Da wir ja gesagt haben, wir werden keine Familie sein. Kannst du dich verziehen? Mal abwarten. Wie säuselig die Kleine jetzt ist. Oh, der Kontrollraum, oder? Jupp. Schießpulver. Soll ich ihr das jetzt in die Augen reiben, oder? Heftig. Einfach mal so ein Schiff mitten im Sumpf. Wieder ein leerer Spind. Ein Spind, der spinnt. Ha. Ich finde hier aber auch nichts Nützliches, ne? Ein bisschen Schießpulver, aber sonst. Okay, da waren wir ja gerade. Dann geht's wieder nur zum Kontrollraum. Puh. Na gut. Schauen wir uns mal weiter um. Kettenkabine. Die ist sogar offen. Boah, irgendwie ist das lästig. Ein Plan des Schiffes. Da ist diese supergeile Knarre drin. Hau drauf. Toll, jetzt brauche ich irgendwie Dietrich. Das ist so geil, ne? Jetzt hat man mal irgendwie eine Waffe, ein bisschen Pulver. Aber selbst Patronen kann ich noch nicht erstellen, weil ich keine Chemikalie habe. Skurril, skurril. Also. Respekt. Kann er einfach so runterspringen? War jetzt auch keine minimale Höhe, ne? Also da bricht man sich schon mal die Füße bei, aber naja. Oh yes.
Na dann. Gehen wir mal runter. Oh nö. Ach, da unten. Gehen wir mal nach oben. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Kann ich mit dem Messer vielleicht, Und wie es jetzt wieder klang, hat sich hier oben auch so ein Monster erstellt. War ja klar irgendwie, ne? Sei doch. Naja. Du mich auch. So ein Shit, so ein Shit. Na gut. Los, stirb, 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 stirb. Yeah, yeah, yeah. Oh ja. Okay, das ist nicht mit dem Messer hier aufgebrochen. Mann, ich will die Waffe haben. Das ist auch kacke. Oh, der hängt aber. Der Arme. Oh. Ja, was soll ich mit so einer Bombe? Vielleicht schadet das den Monstern, aber wir haben ja vorhin gesehen, dass das nichts wirklich bringt. Okay. Müssen mal wieder runter. Gab es hier noch was zu entdecken vor uns? Jemand hat den Inhalt mitgenommen. Ach Mann. Man benötigt so viele Dietrich, aber...
Ja. Oh nö. Und krabbel du da mal rum. Keine Zeit mit dir zu spielen. Diese Flüssigkeit haben wir auch nicht. Och man, ihr seid aber auch überall, ne? Jetzt wird's aber langsam viel. Sehr unhöflich, euer Verhalten. Wohl. Jo, bleib mal hier. So, machen wir mal wieder so ein Zwischenspeichern. Ethan suchen. Sind wir bei. Fahrstuhl kriegen wir jetzt auch nicht hingegangen. Bist du jetzt unten oder oben? Noch mal oben gucken. Hier dürfen wir auch schon mehr speichern. Hier ist noch irgendwas holen in der Küche. Jo. Gar nichts. Oh, die Tür ist frei. Wie kommt das denn? Oh. Lässt sich nicht öffnen. Frage ist, warum?
Aber gleich. Immer noch nicht. So, jetzt aber. Supi. Ach ja. Ich gehe erstmal in meine Kabine, mach's mir gemütlich. Gönnen wir noch einen Speicherpunkt. Dann muss man im Fall des Todes nicht gleich wieder das eben machen mit den Bildern. Gut, ist jetzt nicht dramatisch schwer, beziehungsweise überhaupt nicht schwer. Aber dann hat man's, ne? Dann hat man's. Kann man hier oft speichern. Naja, immerhin schon mal eine Pistole. Aber ich will oben die fette Knarre haben. Sorry, Bro. Aber jetzt wissen wir, wozu die Bomben gut sind. Achso, noch so einer. Wie schnell sie mal verschwinden, ne? Gar nichts. Hier waren wir ja schon mal. Dann wird's ja mal was, um diese Tür zu öffnen. Bam! Haben wir selber in die Luft gejagt. Clever! Naja, gut. In dem Raum gab's was zu holen. Ich möchte ja gerne noch mal hin. Weil diese Viecher sind echt lästig, aber das Bild ist gerade ultra cool. Bomben mit Fernzünder hier, Logo. So, mach mal hin. Mal gucken, wo wir rauskommen.
Auf Wiedersehen. Hier war ja nichts, ne? Genau. Ja, dann starten wir doch mal hier. Aber hier kannst du verdammt oft speichern, ne? Das ist ja schon... Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Resident Evil Teil war das. War das, glaube ich, im ersten Spiel, das Spiel durch, ohne einmal zu speichern? Oder nicht mehr als dreimal? Also sind immer so Sachen, dann denke ich mir auch so... Schwierig, schwierig. Ich glaube, hier war ja nichts, ne? Oh, ein größerer Rucksack. Oh, noch mehr Bomben. Ja, her damit, her damit. Die sind ja wirklich effektiv gegen diese Biester. Fußbälle. War hier der Sportraum, ne? Tischtennisplatte, Fußbälle. Ja gut, man muss sich auch irgendwie fit halten, ne? Ein bisschen auspowern auf dem Boot, ne? Ja, wo müsste ich denn jetzt noch hin? Kojen? Liebe Janet, ich glaube, den Brief wird sie nie mehr erhalten. Soll uns jetzt was sagen? Okay. Trotzdem auch noch kein Dietrich. Was ist denn hier nochmal? Hm. 3F, vielleicht können wir das ja da ja rausnehmen. Das klingt sehr heftig da oben.
3F. Oh, da sind wir ja gerade. Der Stuhl hat sich irgendwie bei uns war eingehärtet. Ich dachte schon mal, was ist denn das? Kriege ich nie auf ohne Dietrich. Ja, was kommt da jetzt? Ein Lichtschalter, der sich nicht drücken lässt. Matsch stehe ich schon wieder so. Sitzt ja einer im Scheiß, dass er ein übelst Durchfall oder was ist das hier? Ich glaube, es fällt mir ein bisschen zu spät ein. Jawohl, wir können noch. Komm, dreh das Kabel ab, dreh das Kabel ab. Mach schnell. Ja, wir haben Gesellschaft. Lass mich mal durch, du Fettsack. Bäh. Okay. Okay, da ging da hinten los. Puh. Da haben wir ja auch nochmal Glück gehabt. Warum ging denn hier die Tür nicht auf? Das ist sehr unhöflich. Naja. Hat ja doch noch ganz glimpflich funktioniert. Na gut, Munition haben wir jetzt relativ gut. Jetzt brauchen wir irgendwie nun Dietrich, damit ich mal die Knarre holen kann, also das bessere Gewehr. Hm. So.
Und gehen wir jetzt mal zurück. Den nehmen wir doch gerne mal mit den Speicherpunkt. War ja eben gar nicht so dramatisch, ne? Mit dem Monster. Zwei von den Bomben waren platt. Wo brauchten wir? Ah ja, genau. Ich wollte gerade fragen, wo wir die Sicherung brauchten, also das Kabel. Das brauchen wir hier. Flip. Ja. So, jetzt fehlt nur noch eine Sicherung. Gewebeprobe von Evelyn. Wo finden wir denn jetzt mal eine Sicherung? Oh, wie viele Viecher sind hier denn? Klingt ja nach einer riesigen Epidemie. Aber ich habe immer noch keinen Dietrich, um den Spind aufzuknacken beim Kapitän. Damit wir mal die Superwumme kriegen. Leitern. Ist hier eine Sicherung, die ich mir rausnehmen kann? Nö. Liegt da eine? Nö. Oh. Hallo. Hallo. Hey, du Kackfresse. Hallo? Beobachte mich mal. Guckst du Geist mit? Hallo, ich bin hier. Du bist doch doof. Wenn er uns natürlich nicht merkt, habe ich jetzt so eine Idee. Wird bestimmt nicht klappen. Schleichen wir uns mal ganz langsam von hinten ran. Haha, hat funktioniert. Tja. Da haben wir ihn doch glatt mal weggebombt. Oh, ich habe aber nichts dafür, ne? Gar nichts. Wo könnte ich denn jetzt noch eine Sicherung finden? Gibt es irgendwo noch einen Raum, den wir nicht entriegelt haben? Auf der Ebene haben wir alles. Oh, ich will runter von dem Schiff. Hier gibt's gar nichts.
Da waren wir gerade. Müssen wir nochmal runter. Tut mir leid. Hier habe ich auch nicht so gesucht. Ach, ruhig. So. Der ist jetzt schon weg. Gehen wir jetzt mal auf 1F. Aber ich glaube. Hallo. Hier haben wir ja auch schon alles durchsuchen, ne? Okay. Das war aber nicht sehr höflich. Wieder klappt, ob es wieder klappt. Nein, es klappt nicht. Ey, Junge. Naja, schade. Noch eine letzte Bombe. Uah. Skidush. Du bist hässlich, du bist hässlich, du bist so hässlich, du bist so hässlich. Du bist tot. Kann die für explodieren? Ich will es nicht ausprobieren. Hier waren wir doch auch schon überall. Das Logbuch haben wir ja gelesen. Hier sind die Kabinen. Da war nichts drin. Hier war jetzt die Sporthalle. Na, guck mal, da noch ein Kraut vergessen. Hier könnte auch eine Sicherung rein. Ich habe keine. Warum
Warum ist hier keiner drin, den ich rausnehmen darf? Ist die vielleicht runtergefallen? Nö, wäre ja wieder zu einfach. Hat die immer Müll geschmissen? Hier sind bestimmt die drin. Oh Leute, wo ist denn die Sicherung? Auf jeden Fall ist das hier der Waschraum. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich denke mal, es ist der Waschraum. Logisch. Hier sind Waschmaschinen. Oh, eine Mülltonne. Ach komm, jetzt ist hier eine Sicherung drin. Naja, eine Chemikalie. Also. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Tja, die Tür ist wohl zu. Da ist der Fahrstuhl. Tja. Ha. Warum nicht gleich so? Haben wir eine Sicherung to go? Und jetzt? Das bringt uns wohl nicht wirklich was. Ach ja. Gut. Da rennt man die ganze andere Sicherung vorbei, guckt immer drauf. Naja. Ja. Der Fahrstuhl läuft wieder. Oh. Ist ja cool. Wir haben einen voll funktionsfähigen Fahrstuhl, können es bis nach ganz oben, aber trotzdem habe ich immer noch nicht den Spind offen vom Kapitän. Ich nur wissen, wo es im Boden, irgendwo in Dietrich liegt. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein Folgenpäuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch sehen wollt, wie das hier alles endet, oder auch nicht, lasst doch ein Abo da. Aktiviert das Glöckchen und ich würde sagen, bis demnächst.